Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, HTX Weekly, Express LAS Weekly. Nee, eigentlich alles nicht. Frohes Basteln Weekly. Okay, ihr seht hier einen kleinen Aufbau. Ihr seht meine Radio Master und mein Breadboard. Das werde ich gleich alles erläutern, was das ist. Aber vielleicht erst einmal möchte ich eingehen auf einige direkte Kommentare per E-Mail, die mich erreicht haben. Kommentar Nummer 1, wo ist die Kaffeetasse? Ah, ich kann euch beruhigen, da ist sie. Da ist natürlich auch Kaffee drin. Ich nehme gerade mal einen Schluck. Das andere, ich spreche zu schnell manchmal. Okay, ich gelobe Besserung und versuche das ein bisschen langsamer zu machen. Ja, und ihr wisst ja, Versprecher und so weiter, die bleiben alle drin. Die Videos werden nicht geschnitten, die werden auch nicht nachbearbeitet. Wenn irgendetwas unverständlich sein sollte oder teilweise auch falsch, kommt ja alles vor, dann bitte einfach in den Videokommentar reinschreiben. Gut, aber jetzt direkt zum Thema. In dem letzten Video ging es ja um diesen Switch-Controller, den ich in die Radio Master eingebaut habe. Bitte seht es mir nach, ich habe die Radio Master jetzt nicht nochmal wieder aufgeschraubt, um euch diesen kleinen Controller zu zeigen, der diese Stick-End-Schalter hier liest und an die Radio Master weitergibt. Um euch das zu zeigen, habe ich hier ein Breadboard hingelegt und auf diesem Breadboard ist genau der gleiche Controller nochmal drauf. Erstens, um ihn euch zu zeigen, nämlich das ist dieses Ding hier. Wie gesagt, das Projekt ist auf meiner GitHub-Seite auch beschrieben. Ich mache dann noch einen Link in die Videobeschreibung rein und genauso ein kleines Board findet ihr oder findet man hier in der Radio Master drin. Das ist ein kleiner Microcontroller, ein ATtiny 1614. Es geht aber auch noch was Kleineres wie ein ATtiny 412 oder auch von mir etwas Größeres wie ein AVR-DA. Ist eigentlich ganz egal. Das kleine Programm, was hier drauf ist, ist ein paar hundert Byte groß, in C++ geschrieben. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also genau das gleiche Ding ist hier drin. Das habe ich auf die Platine geklebt, wo der Roller hier mit befestigt ist. Fotos sind auf der GitHub-Seite drauf. Okay, jetzt nochmal kurz zur Funktion. Was macht dieses Ding überhaupt? Also, es dient dazu Schalter. In diesem Fall sind es hier die Stick-End-Switche oder diese Taster, die hier vorne noch drauf sind. Diese Schalter oder Taster zu lesen und an die Fernsteuerung weiterzugeben. Denn Funktionsmodellbauer leiden ja immer chronisch unter Mangel an Bedienelementen. Natürlich können wir das Ganze alles über den Touchscreen machen. Habt ihr schon super oft gesehen bei mir für die Schaltmodule. Ja. Kennt ihr auch mittlerweile. Oder es gibt natürlich auch solche schönen Sachen, die man als Bedienelemente benutzen kann. Jo, genau, also Funktionsmodellbauer leiden unter Bedienelementen. Und ich habe das jetzt einerseits benutzt für diese Stick-End-Switches, aber andererseits kann man sich natürlich eben in einem Senderpult, habt ihr beim letzten Video auch gesehen, mit den Space Mouses, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man dort noch Schalter hat. Ich habe jetzt ganz exemplarisch einfach nur mal einen einzigen angeschlossen an diesen kleinen Controller hier. Erkläre ich aber gleich auch noch. Gut, okay, gucken wir uns das erstmal in Action an, damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, was hier abgeht. Also erstmal natürlich einschalten, das wäre schon mal nicht schlecht. Gut, bis die hochgefahren ist, kann ich einen Schluck Kaffee nehmen. Genau. So, dann haben wir zum Beispiel, ich könnte mir jetzt einfach mal die Seite
mit den ganzen logischen Schaltern in meiner TX16 hier angucken. Manche logische Schalter sind schon aktiv, aber wenn ich beispielsweise hier drauf drücke, seht ihr, tut sich nichts. Ich habe nämlich was vergessen. Jetzt kommt das wieder mit dem Ungeschnittenen. Ich habe nämlich vergessen, aber das ist auch gut so, die Stromversorgung für den hier unten, für den zweiten seriellen Port AUX 2 in der Radio Master einzuschalten. Das hole ich jetzt einfach mal nach. Ihr wisst, wie das geht. Hier auf dem Hardware-Tab, da gibt es dann die beiden Menüpunkte für die seriellen Ports. Da kann ich gleich auch noch mal etwas zu sagen. Der linke ist der Port AUX 1. Das ist dieser hier. Der ist bei mir eingeschaltet auf S-Bus. Das müsste nicht so sein. Ich kann das auch ausschalten. Vielleicht sollte ich das einfach tun, damit da jetzt keine Verwirrung entsteht. Das stand noch auf S-Bus, weil ich das Senderpult angeschlossen hatte hier und über S-Bus die 12 Kanäle von den beiden Space Mouses an die Radio Master als Schülersignal übertragen werden. Gut, wichtig ist jetzt eigentlich der zweite Ein-Ausgang. Das ist der auf der rechten Seite bei der Radio Master. Da ist die Versorgungsspannung momentan ausgeschaltet. Ich schalte gleich ein und das Ding steht auf Lua. Lua ist jetzt hier wichtig, weil sowohl der interne wie auch der externe Switch-Controller, die senden etwas an die Radio Master über die serielle Schnittstelle und das muss irgendwie ausgewertet werden. Früher hatte ich das mal so gemacht, dass ich direkt in EdgeTX das Problem gelöst habe. Also ich habe den Source-Code von EdgeTX modifiziert, hatte mein eigenes EdgeTX, funktionierte alles wunderbar. Aber da das ja eine Nischenlösung ist, bestand eigentlich keine große Chance, diese Variante in den offiziellen Source Code von EdgeTX hineinzubekommen. Und es ist auch wesentlich flexibler, wenn man das als Lua-Skript macht. Die notwendigen Voraussetzungen, die sind durch meine Beiträge in EdgeTX drin. Gut, also Lua ist hier wichtig und Versorgungsspannung schalten wir jetzt ein. Okay, da hat es hier unten einmal geblinkt, aber das ist jetzt ein Seiteneffekt, weil die Versorgungsspannung auch für diesen Controller hier eingeschaltet worden ist. Ihr seht das, ich habe das hier abgenommen. Ein Servokabel plus und minus geht hier auf diese Schiene. Versorgungsspannungsschiene und Versorgungsspannungsschiene. Von davon geht es hier zu dem kleinen Microcontroller. Das Eingangssignal, das Receive-Signal von der Radio Master, das steckt hier einfach nur auf einem leeren Pin, das wird gar nicht gebraucht. Was gebraucht wird, Entschuldigung, das ist das Transmit-Signal von der Radio Master, das steckt hier auf einem leeren Pin, sorry. Und das Receive-Signal von der Radio Master, das steckt jetzt hier momentan auch noch auf einem leeren Pin. Ich werde das gleich verbinden, aber intern. Das Gegenstück hierzu, der kleine Controller, der hier schon drinne sitzt, der ist tatsächlich mit dieser Leitung verbunden und sendet dann über dieses Hardware-Extension-Protokoll, siehe meine GitHub-Seite, die Schaltinformationen. Okay, dann gucken wir uns das mal an, was das Ganze für einen Effekt hat. Ich gehe jetzt nochmal auf die Telemetrie-Seite für die logischen Schalter und genau. Da sieht man jetzt, dass wenn ich zum Beispiel hier drauf drücke, dann geht der logische Schalter 52 an. Oder wenn ich den in Nullstellung hier bringe, dann geht der 51 aus. Und wenn ich den in die obere Position bringe, geht der 50 an. Oder das ganze Spielchen hier mit, wenn ich da auf den Taster drücke, dann geht die 54 an. Oder wenn ich den Schalter noch umlege, geht die 53 an. Also so haben wir die fünf Schalter. Hier sind zwei, also bei OpenTX, EdgeTX bedeutet ja Schalter praktisch immer eine Schaltposition. Also einmal nach oben, einmal nach unten, das sind zwei, der ist drei, das hier ist vier und der da vorne sind noch fünf. Okay, soweit, so gut. Man kann das einstellen, was da passieren soll. Über ein Lua-Skript. Ich habe hier eben gesagt, die Auswertung nimmt ein Lua-Skript vor. Dieses Lua-Skript läuft hier. Und das ist dieses hier, Hardware Extension Add1. Das Add1 hat zu bedeuten, dass es mir die
Ja, die Signale oder die Schalterstellungen des Controllers Nummer 1 anzeigt. Das wäre der externe. Der interne wird gerade nicht angezeigt, mache ich jetzt aber gleich. Allerdings gibt es hier nochmal so eine Statistik. Man sieht also, dass dieses Lua-Skript auch Pakete empfängt oder einzelne Bytes. Das läuft hier durch, weil der interne Controller natürlich etwas sendet. Der externe, den habe ich aber noch gar nicht verbunden. Die Strippe hängt hier noch rum. Der externe sendet nichts. Deswegen steht also hier Packages für den Controller Nummer 1 noch auf 0. Ich ändere das gerade mal. Ich gehe mal in die Widget-Konfiguration und sage hier, er soll mir den Controller Nummer 0 anzeigen. Und dann muss ich es wieder in Vollbild machen. Und jetzt sehen wir, was passiert. Hier oben ist Controller Nummer 0. Das ist der interne, den ich hier reingeklebt habe. Jetzt sehen wir, dass von dem auch Packages hier empfangen werden. Und ich kann jetzt auch die Switch-Position hier mir angucken, zur Kontrolle gewissermaßen, was passiert hier eigentlich. Ja, daran seht ihr auch, es sind 8 Schalter möglich, von denen ich momentan für das interne Ding aber nur 5 benutze. Okay, das war der interne. Der Witz an der ganzen Geschichte ist aber, dass man jetzt im Grunde genommen beliebig viele externe von solchen Switch-Controllern ebenfalls anschließen kann. Der wird zwar jetzt schon mit Strom versorgt, ist aber noch gar nicht hier entsprechend verbunden. Bevor ich ihn verbinde, schalte ich aber mal lieber wieder auf die Darstellung für den externen um. Der hat die Nummer 1. So, Packages steht immer noch auf 0, aber Packages Total läuft weiter durch, weil der interne ja immer noch was sendet. Und jetzt nehme ich hier das Kabel. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts Falsches rausgerissen und stecke das jetzt an den Sendeausgang von dem kleinen Microcontroller. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich das da richtig reinstecke. So, okay, dann läuft hier oben der Packages Counter durch. Das heißt, die Radio Master empfängt von dem her Packages. Die LED geht auch an. Das ist eine besondere Bewandtnis, erkläre ich gleich noch. Das ist jetzt nicht einfach nur, dass das Ding an ist. Das lief ja schon die ganze Zeit. Aber es hat auch eine Verbindung zu dem internen Controller hier hergestellt. Ja, das kommt gleich. Jetzt erstmal, dass es funktioniert. Ich kann hier den Schalter schalten. Der ist ganz einfach hier angeschaltet. Dann zwei Pins von dem Microcontroller. Ich könnte natürlich jetzt die anderen Pins auch noch benutzen, sodass ich insgesamt meine 8 Schaltfunktionen hier habe. Es müssen nicht 8 sein, es können eigentlich beliebig viele sein. Wenn man also hier vielleicht einen größeren Microcontroller nehmen würde, wo wir mehrere, viel mehr Schalter anschließen können, können das auch 16 oder 24 oder 32 sein. Das ist ganz egal. Okay, was bedeutet diese LED jetzt hier? Diese LED bedeutet, hatte ich ja eben schon gesagt, nicht nur, dass die Spannung eingeschaltet ist und dass der läuft, sondern dass dieser Microcontroller sich mit dem internen synchronisiert hat, weil beide senden gewissermaßen über dieselbe Strippe und das darf natürlich nicht unkoordiniert passieren, sonst kommt der interne und der externe sich ins Gehege und das kann dann natürlich nicht richtig funktionieren. Wie das abläuft, will ich euch auch ganz kurz auch noch mal einmal zeigen. Für diejenigen, die vielleicht so etwas schon mal gemacht haben mit so einer seriellen Schnittstelle, ich hänge einfach mal hier den Logic Analyzer dran. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Die Pakete kommen da noch an. Und jetzt versuche ich hier mal in meinem Videogedöns auch diese Fenster von dem Logic Analyzer, das Fenster von dem Logic Analyzer nach vorne zu bringen. Da ist es, ich starte den jetzt einfach mal und da seht ihr, da passiert irgendwie was. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, dass man die Pakete dort sehen kann. So, gucken wir mal, dass wir das rauf bekommen. Da seht ihr hier eine Folge von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bytes und dann nochmal eine Folge von 6 Bytes. Und dazwischen ist eine Pause von ja, ganz grob einer Millisekunde.
Dieses Paket fängt hier an mit AA, das andere fängt auch mit AA an. Das ist einfach, also hexadezimal AA, das ist einfach so ein Startbyte. Hier kommt jetzt danach bei dem linken Paket, also bei dem ersten Paket, eine 0. Bei dem zweiten kommt eine 1. Das zweite Paket, das ist von dem externen Controller. Das erste Paket ist von dem internen Controller. Das funktioniert jetzt so: Der interne Controller sendet alle 100 Millisekunden. 100 Millisekunden sieht man, wenn man das mal ein bisschen rauszoomt. Da seht ihr, dass alle 100 Millisekunden da etwas passiert. Ja, der interne Controller sendet ohne eine besondere Bedingung alle 100 Millisekunden so ein Paket. Der externe Controller wartet, bis er so ein Paket sieht mit der entsprechenden Nummer, nämlich der Nummer 0, und sendet dann sein eigenes Paket in einem Abstand von einer Millisekunde hinterher mit der Kontrolle Nummer 1. Und wenn es noch einen weiteren gäbe, einen Controller, den man extern angeschlossen hätte, der würde warten, bis ein Paket mit der Nummer 1 auf dem Bus vorhanden ist, und dann würde der sein Paket hinten dran mit der Nummer 2 senden. So funktioniert das, bis diese gesamte Pause hier gewissermaßen von 100 Millisekunden voll ist. Da ist genügend Platz, um einige Pakete zu senden. Genau, und diesen Synchronisationszustand, das ist das, was die LED, ups, kann man nicht sehen, was die LED dort dann uns sagen will. Okay, das ist aber alles nochmal genau auf der GitHub-Seite beschrieben. Und wer dieses Verfahren, also wer vielleicht Ende der 70er oder Anfang der 1980er Jahre sich schon mal mit Computertechnik befasst hat, der kennt vielleicht von IBM noch ein Netzwerk namens Token Ring. Das war ähnlich wie Ethernet, funktioniert aber anders. Da wurde der Buszugang durch ein Token, sozusagen durch ein Etwas, was von einem Gerät zum anderen weitergegeben wurde, verteilt. Und dieses Verfahren funktioniert dann eben so ähnlich. Man gibt also den Staffelstab praktisch von dem internen Controller zu dem ersten externen und dann weiter, weiter, weiter. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, fällt mir gerade auf, dass ich hier einen internen Controller habe. Man braucht den internen Controller natürlich gar nicht. Man kann auch mit dem Controller Nummer 0 extern anfangen und dann andere noch dahinter schalten. Man braucht auch gar nicht mehrere zu benutzen. Man kann ja auch nur einen benutzen, an dem man dann alle seine Schalter anschließt. Geht alles. Genau. Das Lua-Skript, was jetzt hier läuft, das wertet das, wie gesagt, aus und setzt entsprechend logische Schalter. Und was man mit den logischen Schaltern dann macht, das ist jetzt euer Thema. Beispielsweise kann man die wieder benutzen für den Multiswitch, der dann ja, so etwas hier als externes Schaltmodul steuert. Oder im letzten Video war das ja zu sehen, das Schaltmodul, was hier auf dem Cruise Controller als Mezzanine Board obendrauf montiert worden ist. Ja, also alles miteinander kombinierbar und läuft mittlerweile. Wie gesagt, Projektbeschreibung gibt es auf der GitHub-Seite von mir. Ich packe jetzt gleich den Link in die Videobeschreibung rein. Und da steht das nochmal zum Nachlesen, auch mit ein paar Bildern von dem Einbau in die RadioMaster. Die Dokumentation ist leider noch nicht vollständig, kostet alles sehr viel Zeit. Es ist aber nicht verboten, direkt mich anzusprechen, wenn etwas fehlt oder unvollständig ist. Einfach fragen. Okay, die Dokumentation wird ausgebaut. Ab und zu einfach mal auf die GitHub-Seite schauen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.